diesem Song hier dabei, da ist alles geht, hört mal her. Also wir haben uns total über die Stimmung hier in Celle gefreut. Das ist ja, wir machen die School Rock Tour ja jetzt schon zum zweiten Mal und ich muss wirklich sagen, dass Celle da also ziemlich weit oben gelandet ist heute. Also für uns ist halt einfach super, als Sender auch mal unterwegs zu sein und Leute kennenzulernen und nicht nur so für einen selbst zu senden, sondern auch zu empfangen, zu quatschen und dem Radio ein Gesicht zu geben. Das ist vor allem. Wir haben die letzten Shows alle noch früher gespielt, gestern um 8.40 Uhr. Das war echt ein bisschen zu früh. Hier ist aber voll das schöne Gefühl, wenn man in die Schule kommt und halt nicht irgendwie Mathe hat oder irgendwas, was man nicht mag, sondern man spielen kann und irgendwie Spaß hat. Wir haben uns nach einem Song von Ein von Barcelona benannt. Und in diesem Song geht es halt um ein Tonbandgerät und darum, dass man mit Musik was ziemlich Tolles machen kann, nämlich Momente so einzufangen, dass man sich Jahre später ziemlich lebendig daran erinnern kann. Und das wollten wir halt mit unserer Musik machen. Ich glaube, wir haben ja diese Band gegründet, weil wir alle total Bock hatten, einfach nur Musik zu machen. Und wenn ich ehrlich bin, hat sich das in den 8 Jahren, oder wir sind jetzt in unserem 8. Jahr, hat sich das nicht großartig verändert. Also es ist eigentlich nur noch immer so dieser Moment, wo man auf der Bühne stehen kann und einfach vor Leuten spielen kann, wieso man das überhaupt alles macht. Halt mit uns echt so ein bisschen stetig größer geworden und langsam kommt es eben wirklich, dass man auch Autogramme gibt. Gerade wie hier auf der School Rock Tour, dass da mal echt irgendwie 50, 100 Schüler stehen, die Autogramme haben wollen. Ist immer noch ein total komisches Gefühl. Was wollt ihr immer schon mal sagen, was euch noch nicht gefragt worden ist von einem langweiligen Redakteur? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Wir haben ja natürlich hier nur einen guten Redakteur sitzen. So, was wolltest du uns immer schon mal fragen? Wir sind gerade dabei. Ach du meine Güte. Wie hat das alles mit euch angefangen? Wie habt ihr euch alle kennengelernt? Ja, Jakob. Also die Mädels sind Geschwister. Genau, und ich bin mit denen zur Schule gegangen und Ole kam auch schon vor mir sogar über eine benachbarte Schule dazu. Also sozusagen auch die Schul-Connection. Ja. Ich hätte jetzt ganz kurz, wo du jetzt hier schon sitzt, und das hat ja jetzt auch bestimmt Mut gekostet, sich hier ins Bild zu schummeln. Deswegen möchte ich jetzt wirklich nochmal auf die brisante Frage zurückkommen. Und das war eine ziemliche Standardfrage eben, ne? Ich möchte, dass du jetzt richtig, also was dir echt auf der Zunge liegt und was du dich eigentlich auch nicht trauen würdest zu fragen, möchte ich, dass du jetzt mal hier einen auspackst. So, Kacke. Es könnten deine Eltern sehen. Eine ganz intime Frage. Okay, hatte irgendwer von euch schon mal irgendwie miteinander was? Oder? So, jetzt geht's los. So, ich gebe das Mikrofon an Isa. Ich habe die Frage gerade akustisch nicht verstanden. Nee, aber ich muss mal. Aber ich bin dann mit Jakob zur Schule gegangen. Und als ich in der 6. Klasse war, war ich total verknallt in Jakob. War aber leider so eine eher einseitige Geschichte. Ich glaube, Jakob hat das nicht mitbekommen. Aber mehr war bisher bei uns nicht und wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Ja, es ist halt überhaupt nicht glaubwürdig, wenn ich jetzt sage, das war die beste Show auf der Tour, aber ja, es war nun mal die beste Show auf der Tour. Also die Schulen sind alle unterschiedlich. Heute war das besonders so, dass es waren ganz viele Schüler und es war ein Raum, der halt so auch so Club-Atmosphäre war. Und immer ganz ehrlich, morgens um 10 kommt normalerweise nicht so eine Konzertstimmung auf. Das war halt großartig. Also wirklich, war super. Wenn ich einmal in die Kamera blinze am Samstag, dann grüße ich Celle. Tausend Dank.